Herzlich willkommen zu einem Schweizer Norwegen. Auf unserer Reise sind wir in Hammerfest angekommen. Und was man sehen kann und was man machen kann, das seht ihr in der heutigen Sendung. So tönt es jeden Tag um 10:30 Uhr, sowohl im Winter wie auch im Sommer, wenn die Huchtigruten in Hammerfest ankommt. Danach haben die Passagiere 2 Stunden Landgang. Hammerfest befindet sich auf einer Insel in der Westfinnmark, die mit einer imposanten Brücke am Festland verbunden ist. Hammerfest gilt als nördlichste Stadt der Welt. Es gibt zwar einige größere Orte weiter nördlich, aber Hammerfest ist der nördlichste mit dem historischen Stadtrecht. Stadtrat ist 1789 erteilt worden. Ab dann ist es ein Anlaufpunkt für Schiffe, die Jagd und Fischerei in der Arktis betrieben haben. Die Stadtgründung wird jeweils Mitte Juli gründlich gefeiert. Die Hammerfesttage, also Hammerfesttage, die eine ganze Woche dauern. Zum Beispiel hat bei unserer Ankunft ein Konzert von Musikern und Sängern aus Hammerfest stattgefunden, was sie extra zu einer Band zusammengeschlossen haben. Am Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Stadt von der Wehrmacht abgebrannt worden, damit Russen nicht kriegen würden. Darum steht kein einziges altes Gebäude bis auf eine Grabkapelle. Mit 12'000 Einwohnern ist die Stadt klein und übersichtlich. Sehenswürdigkeiten sind der Aussichtsburg Salen und das Monument zum Strüvebogen. Was er sonst noch gesehen hat, erzählt uns Katja Grosse vom Tourismusbüro. Ja, Hammerfest ist eine vielseitige Stadt, die hat sich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert. Heute spielt sich hier eigentlich sehr viel um diese Gas- und Ölindustrie. Aber wir kriegen natürlich sehr, sehr viele Besucher hierher, die sich sowohl für diese alte Geschichte hier, die wir im Eisbärenclub zeigen, interessieren und natürlich auch für die Geschichte, die also im Museum für Wiederaufbau für Finnmark und Nordtroms vermittelt wird. Da geht es natürlich dann vermehrt um diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, um diese Wiederaufbauphase, die also hier natürlich die Stadt sehr, sehr geprägt hat. Und ansonsten gibt es hier sehr viel schöne Natur, kann eine tolle Wanderung machen. Wir haben hier bei uns auch E-Bikes, die man also leihen kann und tolle Fahrradtouren machen kann. Ja, und ansonsten gibt es auch auf den umliegenden Inseln sehr, sehr schöne Natur zu sehen und man kann sich also hier vielseitig betätigen. Und was ist der Eisbergclub? Ja, der Eisbärenclub existiert seit 1963 und hier wurde also ein kleiner Verein geschaffen, eine kleine Organisation, die also die Tradition von Hammerfest bewahren soll. Hier ging es also in dieser Stadt auf 70 Grad Nord immer um arktischen Fischfang und arktische Jagd, vor allem in der Vergangenheit natürlich. Und der Eisbärenclub wurde also gestiftet, um genau diese Tradition zu erinnern. Und wenn man also hierher kommt und Mitglied werden möchte, dann kann man also hier sich anmelden und erhält ein Diplom, dass man also Hammerfest besucht hat auf 70 Grad Nord und damit die nördlichste Stadt der Welt und eben diese ganz berühmte, diesen Eisbärenanstecker. Bitte? Wir sind jetzt natürlich dabei. Auf die Knie, genau. Dann erwende ich dich auch hier mit zum Mitglied im Eisbärenclub und Zeremonie ist zwar gratis, aber man muss sich vorher anmelden. Zum Schluss haben wir von der Katja, die ursprünglich aus Deutschland ist, wollen wissen, ob sie lieber den Sommer oder den Winter hat. Also ich fühle mich eigentlich in allen Jahreszeiten sehr wohl, aber ich tendiere mehr dazu, den Winter zu mögen. Das hat einfach ein bisschen damit zu tun, dass man hier im Sommer durch diese permanente Sonne, die also immer da ist, man kriegt ja immer signalisiert, sehr aktiv zu sein und das ist also sehr ermüdend und am Ende des Sommers sind eigentlich hier alle sehr zufrieden, dass die Sonne wieder unter den Horizont geht und dann ist es also auch so, dass wir haben hier tolle Lichtphänomene im Herbst und im Winter.
Es hat einfach damit zu tun, dass die Sonne also entweder unter dem Horizont ist oder knapp drankommt oder etwas drüber ist. Und also hier dann natürlich zusammen mit dem Schnee wirklich tolle Farben zu sehen sind und das Nordlicht noch hinzu. Also man macht sich das hier dann auch wirklich sehr gemütlich. Also ich bin eigentlich eher der Winterfan hier. Und natürlich nicht zu vergessen, wir erleben hier auch tolle arktische Stürme. Also das ist auch wirklich sehr, sehr interessant und beeindruckend. Hammerfest hat einen Flughafen und wird von der Hurtigruten angefahren. So, das ist gesehen für das Mal. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir eine E-Mail auf norwegen@polybos-studio.ch. Alle unsere alten Folgen auf unserem YouTube-Kanal gesehen. Und für neueste Updates und Insta-Informationen besucht unsere Facebook-Seite. Und nächstes Mal geht es zu Petroglyphen auf Alta. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.